Hallo, hier mein Kind, mit Richard, mit Kolumbo, wo ist gerade zurück zu einem kleinen Indie-Horror-Spielchen. Heute spielen wir zusammen Flashbirds. Press Space to begin. Und ich denke mal, das ist so ein Pixel-Horror-Gamechen ist. Und ihr wisst ja, wie sehr ich Pixel-Horror-Games liebe. So Retro-Style. Ich mach mich mal weg. Was war das? Was war das? Was muss ich jetzt tun? Gut. They say it's a hard job, but they had me sold with a good pay. Really? Everyone run to that old church. I'm staying here. Yo, er scheißt sie ins Hemd oder was? Hab ich den Flashlight? Ich lieb's ja jetzt schon. Dieses Spiel. Alle rennen zu dieser ominösen Kirche. Und ich habe keine Flashlight. Dunkel. Wo ist diese alte Kirche? Es ist so dunkel, Leute. Aber wir sind noch auf dem Weg. Warum ist es so dunkel? Ich höre Geräusche. Eine Schaufel. Wir haben irgendein Kraut genommen. Ich hab was zum Schlagen. Da ist unser Kollege. Da hängt ein Bein. Da hängt. What the fuck? Really? Really? What? Wo bin ich jetzt? Backup gekommen. Leute, ohne Taschenlampe. Da ist doch die Schaufel. Da war ein Rabe. What? Wir sind tot? Ich sehe halt die Vögel nicht. Da oben ist der Vogelschwarm. Wir werden schon wieder angegriffen.
schwierig, Leute. Das ist gar keine Chance. Really? Really? Die Schaufel kaputt gebrochen. Was sagt er mir? Du Vollpfosten. Die geht die Schaufel kaputt. Ich kann aber nicht rennen. Ich brauche eine zweite Schaufel. Ich brauche die Schaufel. Leute, da ist ja keine Chance. Ladet euch mal selber runter und probiert es. Da hast du null Chance. Der andere kackt sich da rein, verstehe ich, in seinem Kabüffchen. Er traut sich nicht. Ja, wunderbar. Und wir haben hier keinerlei Chance. Weil wir hier einfach verrecken hier, verstehst du? Man sieht sie auch so schlecht. Im Dunkeln. Verstehst du? Das ist ja sowas von schwierig. Man sieht sie halt kaum. Bin schon wieder tot, oder was? Diese scheiß Krähen. Ja, pickt mich nur zu Tode hier. Wenn man wenigstens rennen könnte. Verstehst du? Aber so schnell kann man gar nicht da sein. Und dann bricht einem die Hau ab, Herr. Und dann sind wir tot, du stehst, dann kommst du aber nicht mal rechtzeitig zu der Schaufel. Und jetzt haben wir die Schaufel verloren, verstehst du? Und jetzt gehen wir drauf. Ich hab's gewusst! Ich hab's gewusst, dass wir da drauf gehen! Scheißtrick! Verfluchte! Mist! Leute, probiert es mal. Probiert es wirklich mal. Gebe ich euch einen guten Tipp. Probiert's mal. Voll horscht, ja. Schweck, geschweck. Das ist zu viel. Leute, das ist sowas von schwierig. Das ist nicht normal. Das ist. Ich probiere es jetzt noch einmal. Einmal. Last try. Hier können wir aber futtern. Ich glaube, ich hätte es hier machen sollen. Aber ein zweites Kraut gibt es ja nicht.
zweites Kraut gibt's ja hier nicht. Kein zweites Heilungskraut. Wir kriegen kein zweites Heilungskraut. Ich probiere es mal, andere Variante. Und hol mir dann das Kraut. Verstehst du? Auf dem Rückweg. Wenn wir einmal die erste Armada überlebt haben, dann gehe ich zurück. Hol mir jetzt das Kraut. Verstehst du? Und hol mir jetzt das Kraut. Und dann hoffe ich, dass wir es überleben. Ich höre schon wieder die Flattermänner kommen. Jetzt wird man halt hier schleunigst wieder der zweiten Schaufel kommen. Ja, ohne Schaufel komme ich nicht hin. Leute, nee, nee. Das ist einfach zu schwierig. Das Spiel bräuchte mehr von diesen Heilungskräutern, um hier eine Chance zu haben. Weil bis man dann, und vor allem, weil dann die Schaufel ja noch kaputt geht, und bis man dann bei der zweiten Schaufel ist, und da ist ja dann erst der zweite Strauch an Heilungskräutern, dann ist man schon tot, weil man sieht die Vögel auch so schlecht und die sind so schnell. Und wenn einmal vier kommen, so schnell kann er gar nicht schlagen. Also sind wir Futter für die Vögel. Die Vögel. Alfred Hitchcock lässt grüßen. Aber so finde ich es ein cooles Game, vor allem weil es ein Pixel-Game ist. Erzeugt immer so eine gewisse Atmosphäre an Horror. Nice Game, but very hard. Very hard. Das war auf jeden Fall Bird Food. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschalten würdet auf dem Rostkanal. Bewertet doch dieses Video, schreibt was in die Kommentare, aktiviert die Glocke. Und falls ihr noch kein Abo habt, einfach die Aufskrippe drücken, press the hit button zu subscribe. Und immer schön vorsichtig, traut nicht den Vögeln draußen. Die können auch manchmal böse sein. Ne? In diesem Sinne, ich sag schon wieder irgendwie, viele große Gegner. Obwohl, Tiere sind ja eigentlich nett, oder? Ja, ich weiß es nicht. Ciao.